Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren Part. Mein Name ist Gelato86 und wir spielen das Spiel Let It Die. Ja, hier sind wir letztens stehen geblieben im letzten Part und durfte mir irgendwie noch einen Charakter auswählen. Ich weiß nicht, ob man jedes Mal irgendwie wieder einen neuen Charakter auswählen kann und wie das mit dem Level übernommen wird. Ich weiß noch gar nichts vom Spiel, deswegen wir machen jetzt einfach mal weiter. Boah, das sieht echt schön hier aus, ne? Das sieht wirklich richtig, richtig wie so in einem noblen Hotel. Okay, jetzt können wir hier durch. Vorhin war das zu. Was ist das für ein hässliches Teil? Erinnert mich ein bisschen an SpongeBob. Oder zumindest ein Charakter aus SpongeBob. So, was haben wir denn hier? Warteraum. Das Zentrum deines Abenteuers. Der Warteraum der Station Fuß. Der Barbs. Letzter Shop von Linie 15. Der Raum direkt unter dem Tower von Barbs hat interessante Eigenschaften. Worauf wartest du? Die richtige Frage ist, was erwartet auf dich? Was wartet auf dich? Du Spiel beenden. Wenn du aufhören willst, wähle zum Hauptmenü im, wenn du das Spiel außerhalb des, okay. So, das heißt, wenn ich hier bin, kann ich mein Spiel beenden. Indem ich sage, zurück zum... Oder wie soll das funktionieren? Ich verstehe gerade nur Bahnhof. So, HD-Service. Einstellung. Ich habe jetzt noch etwas leiser gemacht. So, warte mal kurz. Wo konnte man das jetzt nachlesen nochmal? Nachrichten, Kämpferdaten, Spieleprotokoll, verlorene Kämpfer, gesamte Kämpfer, bla 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 bla. Angenommen, abgeschlossen, Questline. Okay, auf jeden Fall, wir werden da schon noch rausfinden, wie das funktioniert mit Speichern und so weiter. So, also wir sind auf jeden Fall hier in den Warteraum. Was haben wir denn hier? Nichts. Dann gehen wir mal hier durch. So, was haben wir denn hier Schönes? Toiletten. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Pilzclub. Dieser Laden öffnet, wenn du Pilzprofi aus dem Laden gehört, gerettet hast. Er verkauft aus Pilzpulver hergestellten Abziehbilder. Was sind Abziehbilder? Wenn du den Körper eines Kämpfers mit Abziehbildern ausstattest, erhält er verschiedene Fähigkeiten, Effekte. Es gibt viele Entwürfe und Funktionen. Wenn ein Abziehbild auf einem Kämpfer angewertet wurde und er stirbt oder verschwindet es. Kaufen, verkaufen, tauschen, Pilzsuppe. Du kannst Münzen für Pilzsuppen ausgeben, die vom Pilzprofi zubereitet wurde. Als Bonus erhältst du dabei immer einen Premium-Abziehbild. Dieses Abziehbild... Bilder sind anders als die herkömmlichen und okay, die gehen nicht weg, wenn man stirbt. Okay, interessant. Was haben wir denn hier? Pilze kochen. Du wirst viele Pilze im Spiel finden, also lass sie uns sehen, wie wir sie zubereiten können. So, du kannst Pilze zubereiten, indem du sie grillst. Wähle Pilze aus Inventar, Touchscreen, Feuer und grillen. Okay. Du kannst sie auch einfach nur ins Feuer werfen, um sie zu grillen. Ihre Wirkung ändert sich, wenn du sie grillst, also mach ruhig Experimente. Haben wir noch Pilze? Ne, wir haben gar keine Pilze. Aber das ist momentan alles so verwirrend, weil ich nicht weiß, wo was ist. Aber ich denke mal, wenn man das bisschen gespielt hat, dann weiß man, was man machen muss. Was haben wir denn hier Schönes? Schokofuscher. Schokofuscher, aha.
Commodore Suzuki ist der Geschäftsführer. Du kannst ihm im Turm gefundene Baupläne und Materialien geben und er entwickelt daraus Ausrüstung. Wenn die Ausrüstung entwickelt wurde, kann sie massenhaft produziert und im Laden verkauft werden. Es ist jedoch Aufgabe des Spielers, die Ware für den Laden zu finden, wenn du Pläne beschaffst. Commodore Suzuki wird die Pläne analysieren, die du im Turm erhalten hast, falls sie sich in deiner Todestasche befinden, wenn du den Choco Fusha triffst. Kaufen, verkaufen und F&E. Wenn du die in einem Bauplan genannten Materialien gesammelt hast, kannst du sie die Forschung und Entwicklung im Auftrag geben. Dafür benötigst du dann beim Besiegen bestimmter Feinde gesammelte SL Lithium. Was das auch zur Hölle ist. So, Forschung und Entwicklung dauern eine gewisse Zeit. Wenn die Forschung abgeschlossen ist, erscheint ein Objekt im Laden und du kannst es so oft, wie du es benötigst, kaufen. Stärkung. Die Erforschung eines Ausrüstungsgegenstands beendet ist, kannst du es stärken. Für jede Stärkung benötigst du Materialien. Okay, also auf jeden Fall ist hier anscheinend irgendwie ein Crafting-System dahinter. Man kann es verbessern und so weiter und so fort. Was haben wir denn hier? Eine Waschmaschine? Ach nein, es ist die Lagerkiste. Die Lagerkiste kann jedes Material, das der Spieler in seinem Todestasche haben kann, inklusive Ausrüstung, Pilze und Kreaturen. Wie Kreaturen. Hä? Lagern? Wir haben 20 Plätze. Okay, hier können wir Zeug raus und rein tun. Alles klärchen. Preisbox. Alle Beute kommen in die Box. Genauso wie Login, Boni und Geschenke von Captain Yotsuyuma. Sammle hier deine Preise, wenn du sie bekommen hast. Und haben wir schon Geschenke? So, vor 51 angemeldet und ja, möchte ich nehmen. Kriegen wir auf jeden Fall Knete. Bist du sicher? Ja. Und wir kriegen 4. Ne, 5. Ne, doch 4. 4 Kristalle. Totenkristalle, ich glaube, das ist irgendwie die Währung oder so. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich glaube, sonst haben wir sonst im Groben und Ganzen ja alles erforscht. Jetzt würde ich nochmal kurz gucken. HD-Service. So. Wir haben vier Totenköpfe. Lager erweitern. Express-P benutzen. Automatisches Update, wenn du automatische Mitglieder. Du kannst ja deine... okay. Automatisches Update. So, dein Express wird automatisch verlängert. Ein Tag werden dazu... keine Ahnung, was das auch ist. Heißt, gelten 30 Tagen, ein Tag. Ich glaube, das ist irgendwas. Ach so, ja, das ist wahrscheinlich was, was Geld kostet. Und dadurch haben wir entweder halt 30 Tage Vorteil oder nur ein Tag Vorteil. Was kostet denn hier so ein Tag? Was können wir nicht kaufen? Ah, okay, für einen Totenkopf bekommen wir 5000 Meuchelmünzen. So, Lager erweitern. Lagerplatz für zwei wird erweitert. Joa, ich denke, wir machen das mal. Wir haben die geschenkt bekommen, also würden wir sie natürlich auch ausgeben. Weil Lagerplatz ist, glaube ich, wichtig. Jetzt haben wir so gesehen 50 Lagerplätze. Ich denke mal, das ist trotzdem sehr, sehr wenig. Aber immerhin. So, ich denke mal, hier geht's weiter. HD-Service. Wir haben uns mit der Versicherung Höllen direkt zusammengetan, um Spieler einen besonderen Service zu bieten. Du findest den HD-Service in Options, bla bla bla, anmelden, bla 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 und so weiter und so fort. So, PlayStation, du kannst HH öffnen. So, für Todesmetall erhältst du Meuchelmünzen. Der Kurs beträgt 1 zu 5000, haben wir gerade gesehen. So, HD-Express, denkst du dir oft, ich will schnell in den Turm aufsteigen oder ich will effizienter spielen. Tja, all das kannst du schaffen, wenn du dir mit Todesmünzen einen Expresspass kaufst. In diesem Express stellen dir drei, bla 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 bla.
So, du erhältst einmal pro Tag ein limitiertes Abziehbild des bla bla bla. Das Abziehbild. Okay. So, zweitens, du kannst mit dem Königslift fahren, in dem. Ah, okay, da komme ich schneller. Warte mal, wenn man stirbt, muss man den ganzen Turm von der Bene 1 bis hoch, oder was? Du kannst mit dem Königslift fahren, im Gegensatz mit dem normalen Lift, der nur mit Meuchelmützen funktioniert, bringt er dich dieses luxuriöse Lift kostenlos zu den gewünschten Etagen des Turms. Okay. Drittens, die Anzahl der Plätze in der Todes wird erhöht. Todestasche, okay. Die zusätzlichen Plätze heißen Königsplätze und sind mit einer Krone gekennzeichnet, wenn die Nutzung des Express verfällt, landet das alles in der Preisbox. Bla bla bla. So, das mit dem Lagern wissen wir auch schon. So, Fukufusha, Zeitverkürzung. Mit Todesmetalle kannst du die F&E des Verbesserungs für Fukufusha benötigte Zeit verkürzen. Versicherung verlängern, bla 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 bla. Okay, also man kriegt auf jeden Fall viel, wenn man dafür zahlt. Echt Geld zahlt. Aber wir gucken mal, wie weit wir vorankommen. Und wenn wir gar nicht vorankommen, dann wird eventuell sowas mal gekauft. Erstmal gucken, wie wir überhaupt vorankommen. Onkel Prima. Dies ist ein Service, mit dem du Onkel Tod, dem Spieler auf seinem Todesmobil, kostenlos Geschenke bringst. Das ist nicht nur Anmeldebonus, das ist Onkel Prima. Kisteninhalte. Der Inhalt der Boxen ist zufällig. Du willst bestimmt wissen, was drin ist, also öffne die Box, die du siehst. Was ist da drin? Ein Zweihand Magnum Dingsbums. Cool, eine Riesenknarre. So, und diese Riesenknarre ist sehr wahrscheinlich hier oder was? Ah, guck mal, Tatsache. App ändern. Und jetzt kann ich die direkt anziehen. So, ich nehme die mal hier hin. Jetzt haben wir so eine krasse, dicke, geile Wumme. Wuff. So, ich denke mal, die brauchen wir irgendwie später noch. Ja, ich glaube, hier geht es in den Turm dann, oder? Ja, schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr das selbst zockt. Ob das der größte Scheiß ist. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr von diesem Spiel haltet. Also mir macht es momentan sehr Spaß. Es ist so Dark Souls-like. Mal gucken, wie das ist, wenn wir es ein bisschen gespielt haben. So, wie war die Karte? Die Karte war nach unten. So, wir sind auf jeden Fall jetzt im ersten Geschoss. Und ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Warum sind denn hier 200 Millionen Türen? Okay, woanders geht es aber erstmal nicht lang. Krass. Drei oder vier dicke Türen sind hier gewesen. So, und hier geht es ins. Ja, wohin geht's denn hier? So, ich muss ihn töten. Was? Gelato? Das bin doch ich. Was soll das? Hey, lass mich in Ruhe. So, wir probieren mal die geile Knarre auf. Ach, ich kann damit ziehen. Wow. Du schießt. Komm mir nicht zu nah. Okay, der ist gestunt. Oha! Wundervoll. Den haben wir die Rübe weggepustet, beziehungsweise wir haben uns selbst die Rübe weggepustet. Ganz, ganz strange.
Dieser Tod ist so lustig. Okay, auf jeden Fall eine ziemlich coole Waffe, die Pistole. Ich weiß halt immer noch nicht, wie das hier mit dem Level funktioniert. Wir sind immer noch Level 1. Was haben wir denn hier Schönes? So, Hassinfizierung. Wenn du deinen Kämpfer sein LP in diesem Spiel verbraucht, stirbt er und wird als dein Feind wiedergeboren. So, Hassinfizierung und Bergung. Wenn dein Kämpfer stirbt, verwandelt er sich in einen Feind, der in dem Stockwerk lauert, in dem er sein Ende gefunden hat. Solche Feinde nennt man Haters. Haters? Wenn du einen neuen Kämpfer kontrollierst und damit den Hater besiegst, wird er automatisch und in der Kämpferkühltruhe aufbewahrt. Wenn du ihm in Ruhe lässt und er seinen anderen Spieler besiegt, erhältst du seine Beute in deiner Preisbox. Okay. Orangename. Alle Feinde mit Orangenamen sind Hasser. Sie können dein Hasser sein oder irgendwann mal einen Spieler gehört haben. Auf jeden Fall sind sie viel stärker und fast alle anderen Feinde. Sei wachsam. Okay, ich glaube, das ist sowas wie bei Dark Souls. Quasi sowas wie in The Raiden oder halt, dass die von NPC gesteuert werden, sein eigener Tod oder ach, keine Ahnung, ist auf jeden Fall kompliziert. Mal gucken, wie das wird. Da wir quasi so einmal gestorben sind, sind wir quasi wiedergekehrt und weil wir hier auf dieser Bühne gestorben sind, sind wir uns quasi wieder begegnet oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Ich würde auch gerne mal wieder einen Pilz finden. Heißt eine Kröte. Kreaturen. Es gibt in diesem Spiel neben Feinden noch viele verschiedene Kreaturen. Nicht alle sind feindlich. Manche werden dich angreifen, andere werden dich vergiften. Es ist wichtig, sich die Eigenschaften dieser Kreatur zunutze zu machen, um zu überleben. So. Fanganleitung. Drücke L3, um zu kauen. So, wenn du die Kreatur in deiner Haltung näherst. Ach so, um zu bücken. Okay, alles klar. Dann Kreatur fangen und schnell drücken X. So, essen. Wenn du das Tier gefangen hast, kannst du es essen. Wenn das entsprechende Ikon erscheint. Wenn du es in deiner Todestasche aufbewahrst, wird die Zahl der aufbewahrten Tiere in der Checkbox oben auf dem rechten bla 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 bla. Kreaturen kochen. Du kannst sie auch kochen. So, grillen, linke Touchpad, Wurf, okay, Pilze züchten, Pilze sprießen aus dem Leichnam eines Tiers. Okay, hört sich alles sehr, sehr kompliziert an. Nein, ich wollte es auch nicht zerquetschen. Ach so, und da kommt ein Pilz raus. So, 5 Sekunden Tränengas. Das ist gut. Ich esse das mal. Nein! Levelaufstieg an der Basis möglich. Ich verstehe gerade nur Bahnhof, aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Also ich komme halt mit der Steuerung halt noch nicht so ganz klar, aber ich denke mal, dass wird auch noch was passt. So, diesmal fangen wir dich in die Tasche mit dir. Nein, ich wollte dich doch gar nicht fressen. Gut, jetzt haben wir den gefressen. Oh ja. Was haben wir hier Schönes? Meisterlevel. Wenn du viele Feinde mit einer bestimmten Waffe besiegt, steigt dein Master Level für diese Waffe. Höchste Level ist 20. Du kannst mit Dings wechseln, bla bla bla. Lange Fähigkeit, Ability Points werden an der Waffe vergeben, die den Feind an der letzten Schlag verfügt hat. Wenn du genug Fähigkeiten hast, hast du Meisterverlauf. Meister Level ist kämpferunabhängig. Die Meister Level und FP-Fähigkeitspunkten werden zwischen Spielern geteilt, selbst wenn du ein niedriges
rangigen Kämpfer verwendest, kannst du Attacken von dem Meisterlevel verwenden. Bla bla bla, Bahnhof, ich nichts verstehen. Erstmal gucken, wie das funktioniert. Okay, neue Gegner. Ja, komm mal her. Bist jetzt cool, nur weil du Krallen hast oder was? Du hässlicher Vogel, komm mal her. Ich kuck's dich nieder. Frauenpower. Das ist noch einer. Sag mal, wo kommst du denn her? Ja, also wie das mit dem... ist ein Frosch? Ja, wie das mit dem Level funktioniert, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall die ganze Zeit erstmal... Hey, ich wollte doch diesen Frosch nehmen. Achso, ich muss noch X drücken. Achso, mit dem linken Touchpad, wenn ich drücke, kann ich schmeißen und rechte ist verwenden. Und wenn ich wahrscheinlich den Touchpad streichel, dann kann ich die Items oben wechseln oder so. Ach, keine Ahnung. Wir werden schon sehen, wie das passiert. Was haben wir denn hier? Du hast eine Seite bla 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 erhalten. Stempel. Es gibt in jedem Stockwerk des Turms in Barbs eine Stempelstation. Du kannst bei jedem einmal einen Unterwelt stempeln. Es ist möglich, den Turm zu erklimmen, ohne Stempel zu sammeln. Aber manche Preise bekommst du nur, wenn du den Stempel hast. Stempel drücken, wenn du bla 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 und richtig. Okay, dann machen wir mal Stempel hier. 3, 2, 1. Ist das so ein Rhythmusspiel oder was? Cool. Yeah, wir sind cool. Wir haben den Stempel aktiviert. So, hier will ich jetzt noch was gucken. Ja, was will ich denn gucken hier? Wo sieht man denn überhaupt irgendwas über seinen Charakter, wie viel man irgendwas gesammelt hat? Ich denke mal, damit werde ich mich auf jeden Fall noch irgendwie befassen. Meisterlevel. Boah, es gibt so viele Waffen oder was? 32? Ach so, das sind unterschiedliche, zum Beispiel hier Magnum, Baseballschläger, Kreissägen. Fäuste. Okay, ich denke mal, Fäuste wird auf jeden Fall sehr schnell trainiert, weil wir oft Fäuste benutzen. Ich spiele einfach mal weiter. Quatschen kann man viel. Man will ja was vom Spiel sehen. Jo. Oh, hier haben wir eine Box. Direkt mal öffnen. Beinharnische. Wollen wir direkt mal anziehen. Nein, nein, da ist ein Viech. Geh weg. Geh weg, du hässlicher Vogel. Lass mich mal raus. Er hat mich blockiert. Du Tricks. Warte mal. Nee, ich würde schon sagen, die hat Boobs. Hat die Boobs? Doch, das ist doch ein Weib. So, die schlagen wir die Zähne raus. So, eine Waffe haben wir bekommen. Er ist ein Pilz. Warte mal, kommen wir daher? Nee. Also ich muss es auf jeden Fall... Ah, tatsächlich, wenn ich jetzt streichle, quasi wenn ich jetzt das Touchpad streichle, dann kann ich es einfangen. Was laber ich da? Wenn ich das... Dann kann ich das oben switchen, oben rechts. Sieht man das? So, hier sehe ich, es ist Vergiftung, hier sehe ich, hier bekomme ich Leben. So, wir wollen das haben, also... Nein, nicht das Teil! Oh, jetzt habe ich mich vertan. Du Vogel. So ein Teil fressen. Ah, jetzt habe ich ihn rausgekotzt oder was? Was ein Dreck. Der hat irgendwie automatisch gestreichelt. So, ganz wichtig, Frösche fressen. Das haben wir jetzt gelernt. Diesen Giftpilz wollte ich doch gar nicht nehmen. Da fängt schon an, das Spiel uns zu verarschen. Naja, ich verzeih's dem Spiel, es ist free to play. Oh, da ist ja was. Warte mal, du hässliches Viech, komm mal her.
Oh, krass. Krass, krass, krass. Was haben wir hier? Ein grünes Eisen. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie alle Waffen so halb tot sind, die ich bekomme. Nein, 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 geh weg. Boah, das sind so viele Gegner. Lass mich in Ruhe. Verdammt, verdammt. Ich komme nicht klar. Warte, 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 ich muss abhauen. Bisschen Wrestling einladen. Nein, 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 hau ab. Los, los, los. Nein, lass mich doch in Ruhe. So. Und was willst du da hinten, du Pfeife? Nein, schieß doch, treff doch! Verdammt. Headshot, Headshot. Okay, wir haben es überlebt. Auf jeden Fall sehr, sehr stressig gerade das gewesen. Was haben wir hier anziehen? Auf jeden Fall alles anziehen, was wir finden. Hier haben wir noch ein Cappy auch anziehen. Jetzt sehen wir aus wie der letzte Volltrottel. Oder voll Trottelin. Wir sind ja ein Mädchen. Was haben wir denn hier? Aber der Typ, der hat gar keinen Kopf, oder? Oh, cool, wir haben eine Kombo gemacht. Nice, nice, nice. Fäuste sind gestiegen, Raserei plus 1. Also es ist auf jeden Fall, finde ich, immer noch ein bisschen verwirrend. Eine Dschungelmachete. Ja, geil. Nehmen wir mit. Die Steuerung finde ich immer noch ein bisschen verwirrend, weil man kann irgendwie 20 Sachen auf einmal machen. Und dann denkt mal, was will man machen, was will man machen. So, Quetschpilz. Der gibt mir Stärke. Okay, da oben ist eine Faust. So, wo ist die Machete? Machete war hier. Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal hier mit der Steuerung klarkommen. Ich finde das cool mit dem Dings, der gemacht. Mit dem Herz, dass man sehen kann, okay. Es ist keine Anzeigeleiste, die man sonst so hat im Spielen. Nein, man hat hier halt quasi ein Herz. Finde ich gut. So. Also wir finden die ganze Zeit momentan viele Sachen, das ist schon mal gut. Wahrscheinlich ist das sowieso alles nur Rotz, was wir finden. So, haben wir irgendwas Cooles? Nee, wir haben nichts Cooles. 5% Leben, 12% Leben. Ey, 12% sind besser als 5%. Das ist gut. Weiß halt immer noch nicht, wo man sein Level eintauscht oder keine Ahnung. Aber das Spiel macht auf jeden Fall sau Bock. So, auf jeden Fall freue ich mich, dass ich es mir geholt habe. Wow. Was eine krasse Waffe. Feuerwerkskörper. Das heißt, im Prinzip kann man quasi so die ganzen Waffen trainieren und die werden halt immer stärker. Immer stärker, immer stärker. Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Möchte nichts verpassen. Warte mal, da hinten war was. Ach, hier. Ah, das hätte ich jetzt fast verpasst, wenn ich nicht auf die Karte geguckt hätte. Da ist ja noch so ein Viech. Das ist eine Distanzwaffe. Okay, alles klar. Das ist voll süß.
Irgendwie so süß. Okay, man muss aber schon irgendwie ein bisschen näher dran kommen, dass man überhaupt irgendwie mit der Ziel treffen tut und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist ja irgendwie scheiße. Gute alte Faust hilft da weiter. So. Und wir bekommen hier wieder so ein Feuerwerks-Dingsbums. Also im Prinzip wollte ich ja hier was öffnen. Eine Truhe. Was bekommen wir hier? Einen Straßenmantel. Warte mal, jetzt die Frage. Nein, das wollte ich doch gar nicht essen. Ich wollte doch Menü öffnen. Na toll, jetzt haben wir Stärke und eigentlich voll die Verschwendung. So, welcher Mantel ist jetzt besser? Der Mantel oder dieser Mantel? 5 und 13. 5 und 13. 5, 9, 5. Ich gucke jetzt nur die Werte an. 5, 9, 5. Ja, Abwehr 22. Und 57. Also eigentlich ist der besser. Also warum ist der besser? Weil der 57 irgendwas von Abwehr hat oder... Dann wie ziehe ich den jetzt bitte an? Angelegt. Ach, ist jetzt auch egal. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. So, hier ist der nächste Gegner. Nein, hör auf mich zu hauen. Bist du doof? Hey! Haus! Oh, das ist dir egal? Das ist ja krass. Diesem Miststück ist es egal. Eine Zweihandwaffe. Ui. Krass, was ist das denn für ein Riesenteil? Einen Eisenhammer können wir ersetzen durch diesen Eisenhammer. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Verdammt, ich sterbe gleich. Okay, die Waffe ist sehr, sehr langsam. Jetzt die Frage, wollen wir sterben oder nicht? Mann, ich bräuchte jetzt irgendwie so einen Pilz oder sowas. Irgendwie einen Pilz. Aber wir haben nichts, wir haben nichts, wir haben nichts, wir haben nichts zu essen. Okay, man muss also auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig hier sein überall. Was haben wir denn hier? Lift! Der Turm des Barbs hat nicht nur Rolltreppen, sondern auch Lifts. Zum Beispiel den Königslift von HD Express. Es gibt auch... Ein System aus seltenen Zwischenlifts, die nur bestimmte Etagen des Turms verbinden. Mehr Informationen darüber, bla bla bla. Ein- und ausschalten. Wenn du den Turm des Lifts befindest, stelle den Einschalter auf On, damit die Etage halten kann. Wenn du das getan hast, kannst du dann für ein paar Meuchelmünzen in den Lift steigen und die Etage zurückkehren. Wenn du einen stressfreien Aufzug im Turm willst, solltest du vielleicht mit dem Lift in Wartezimmer zurückkehren, um dich zu stärken. So, den Königslift können HD-Express-Mitglieder kostenlos benutzen. Bitte teile Miss Was Torai mit, in welchen Etage du fahren möchtest. Vielleicht ist dieser menschliche Kontakt das Highlight auf deinem einsamen Abenteuer. Okay.
Also so gesehen ist das Spiel eigentlich ziemlich, ziemlich schwer, weil wenn man stirbt, ist man tot. Wow. So, dann wollen wir doch mal Lift fahren, oder was? Hallo? Was ist denn jetzt los? Warum kann ich denn nicht da rein? So. Möchte in den Warteraum? Möchte ich da hin? Ja, bin ich mir sicher. Kostet 120. Ja, das können wir uns gerade so noch leisten. Okay, jetzt wird uns angezeigt. Hä? Was ist das denn? Ist das quasi der Laufweg, was ich gemacht habe? Und am Anfang sah das aus wie so ein Herzchen. Das ist ja süß. Das ist mal richtig gut gemacht. Wenn ich richtig gut gemacht. Selbst die AP sieht man, wie die abgezogen wurde und so weiter und so fort. Das ist ja mal ein ziemlich geiles Feature. Oh, das ist mal ein geiles, geiles Feature. Sowas hat man, glaube ich, noch nicht gesehen davor. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, bestätigen. Das verkürzt doch locker die Wartezeit, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt hier wieder im Warteraum. Du hast Post. Okay. Was möchte er von uns? Lass mich in Ruhe. Bestätigen. Ui, noch ein neues Geschenk. Aber das neue Geschenk erst in 19 Stunden und 35 Minuten oder was? So, ja, dann würde ich mal sagen, dass der Part hier erstmal aufhört. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt es nach wie vor das Spiel. Mir gefällt das auf jeden Fall super. Es ist sehr schwer, habe ich festgestellt. Aber das kriegen wir schon irgendwie noch hin. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich weiterhin begleitet auf dem Let's Play. Also schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich auch natürlich über eine Bewertung freuen. Kommentare, Däumchen hoch, Abo. Das ganze Programm. Mein Name ist Gelato86 und wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet im nächsten Part wieder ein. Bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.